Hey, ich bin Pauline und ein Teil von Team Deutschland. Lasst uns zusammen breaken. Beim Breaken kommt es nicht auf eine finale Choreo an. Ihr habt einzelne Stücke, die ihr nach Belieben aneinander reihen könnt. Das nennt sich Freestyle. Bei den Top Rocks ist es wichtig, dass ihr auf der Musik bleibt, fühlt den Beat und passt das Tempo an. Versucht, so locker wie möglich zu bleiben. Variiert eure Hände. Hoch, runter, seitlich, quer. Seid kreativ. Jeder für sich, damit alle nicht steif gleich aussehen. Versucht den Bounce noch mit reinzubekommen. Und wenn man noch ein bisschen leveln will, kann man runtergehen und ein bisschen Tempo anpassen. Tack, 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 tack und hoch. Von den Top Rocks in den Footworks, dazwischen kommt der Go-Down. Setzt ein Knie auf den Boden, dreht den Oberkörper, spannt dabei die Bauchmuskeln und den Po an. Stellt nach der Drehung den anderen Fuß auf. Und während dem Ausholen eigentlich gleichzeitig das rechte Knie auf den Boden setzen. Und hier beim Rotieren auch eigentlich Po anspannen, dass man nicht einsackt, sondern hoch bleibt. Und je nachdem, manche möchten es lieber rechts, manche links. Versuch selber mal, welche Seite einfacher ist. So, mal von vorne. Erstmal eingrooven. Und jetzt pass auf die Knie. 5, 6, 7, 8, Knie. Jetzt kommen die Footworks. Erst geht ihr in die Hocke. Versuch erstmal ein bisschen hier bequem zu werden, damit man diese Bewegungen drauf hat. Setzt die Hand auf und streckt die Beine. Stellt die Ferse dabei auf. Natürlich bleibt der Po angespannt. Und dann darauf achten, dass man die Hände so nah wie möglich eigentlich am Körper hält. Je weiter weg, desto schwerer es wird. Also nah am Körper, Hände wechseln, strecken und wieder zurück. Auch bei den Footworks sind die Variationen wichtig. Anstatt so gestreckt, zusammen oder übereinander oder nur so, kreiert eure eigene Variante. Wenn ihr euch nach vorne oder nach hinten bewegen wollt in diesem Footwork, versucht jedes Mal, wenn ihr klein seid und wieder groß macht, dort die Hand nach vorne oder nach hinten zu bewegen. Der nächste Schritt ist der Kopfstand. Die Körperspannung ist beim Kopfstand wichtig. Wollt ihr wissen, wie der Kopfstand funktioniert? Schaut auf TikTok. So eine Runde soll auch schön beendet werden, wegen am Ende einen schönen Pose. Beine kreuzen. Drehen um die eigene Achse und Pose. Zeigt eure Moves, eure Freuden und tanzt gemeinsam. Hier nochmal alles im Überblick. Top Rocks, Go Down, Footworks mit und ohne Variation, Freeze, Pose.